an alle. Verdacht auf Amoklage in der Agnes-Weber-Schule. SEK ist informiert. Peter 21-2 an Verstand ist unterwegs. Peter 21-3 steht ebenfalls günstig. Verstanden, 21-3. Sie begeben sich umgehend in die Alsterdorfer Straße 20. Verstanden, Michi. Wir sind unterwegs. Wir auf Verstärkung? Nein. Wir gehen rein. Scheiße, die sind schon drin. Ja, dann los. Sicher. 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 Frei. Ihr seid beide tot. Scheiße. Hilfe! Schon mal davon gehört, dass es mehr als einen Amokläufer geben könnte? Hilfe! Kannst die Bänder ausstellen, hier mal ein bisschen durchlüften. Na, dann kommt mal. Saki. Kollegen, euer Training wurde gefilmt.
Euer Vorgehen war prinzipiell korrekt. Prinzipiell korrekt, das klingt wie bemüht, aber verkackt. Naja, bei euch beiden war deutlich zu sehen, dass ihr immer wieder den Partner verloren habt. Kommt, stellt euch mal Informationen. Backup, Front up. Was dürft ihr auf keinen Fall? Nie den Kontakt verlieren. Richtig. Der Front up geht nur so weit oder so schnell, wie sein Partner Schritt halten kann. Bitte. Na, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Du hast dein Tempo verändert und hast im unmittelbaren Tatortbereich deine Partnerin verloren. Dadurch habt ihr den zweiten Amokläufer übersehen. Ja, war mein Fehler. Ich hätte nicht stehen bleiben dürfen. Und dann habe ich nicht mehr nach hinten gesichert. Den gleichen Fehler haben wir auch gemacht. Zwei, um genau zu sein. Suchmodus, Kontaktmodus. Erst wenn der Täter neutralisiert ist, dürft ihr erste Hilfe leisten. Egal, wer da liegt. Ihr habt nicht auf eure Kollegen gewartet. Ja, aber die Schreie und die Schüsse, ich meine, wir mussten noch reagieren. Nein, das müsst ihr aushalten. Niemals zu zweit. Vier. Vier ist Minimum. Wann war eigentlich euer letztes Amoklagetraining? Das erste Mal? Ein Jahr nach dem Amoklauf in Winnenden. In meiner Erinnerung war das Training auch irgendwie anders. Ja, es wird jetzt immer weiter modifiziert werden. Hier, diese Ausrüstung ist jetzt immer mit bei euch auf dem Wagen. Boah, die wiegt fast eine Tonne. Wichtig wäre einmal im Jahr so ein Training. Gehört es auch zum Training? Nee. Euch auf. Ich fordere Verstärkung an. Lass uns erst die Lage checken. Was ist mit Formation? Das Training ist zu Ende. Was ist denn, wenn da oben jetzt einer Amoklauf ist? In den Schulferien? 50 Meter weiter, ein halbes Dutzend Polizisten? Ja, okay, verstanden. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ein abgesprengter Finger liegen. Peter 21 für 21 zu Anton kommen. 21 hört. Chemieunfall in der Agnes-Weber-Schule. Wolle, wir brauchen hier den Notarzt. Eine junge Frau hat sich einen Teil ihres Fingers abgesprengt. Sie hat Brandverletzungen an der Hand und steht unter Schock. Sag mal, wollen die mich verarschen? Die sind noch mitten im Training. Peter 21! Peter 21 hört. Wolle, schick mal die KT her. Und wir brauchen einen Sprengstoffexperten. Verdacht auf illegale Experimente mit Sprengstoff bzw. Bau von Sprengsätzen. Das ist verstanden. Peter 21-2 Anton wird angefordert. Danke. Siehst du, hab ich dir doch gesagt, die Bullen kümmern sich um sie. Wir hätten sie trotzdem nicht allein lassen sollen. Dein Ernst? Sie hat's verkackt, nicht wir. Ja, aber es sah echt übel aus. Du weißt, was passiert, wenn die erfahren, dass wir das waren? Wird sie die Klappe halten? Ja. Ich
Ich denk schon, ja. Denk ich auch. Die kleine Bitch steht nämlich voll auf dich. Hey, Lasse, alles easy? Lass den Scheiß. Du stehst auch auf sie, hm? Nein, tu ich nicht. Come on, Lasse. Du sabberst fast, wenn du sie siehst. Läuft da was? Da läuft nichts, okay? Willst du es immer noch durchziehen? Klar, deswegen waren wir doch da. Aber erst muss ich mich noch umziehen. Was ist? Bist du jetzt eine Pussy oder was? Wir haben den Finger. Unsere Bombenbauern waren wahrscheinlich alleine. Hase, hier. Sehr gut. Ab ins Kühlfach. Wir müssen dringend ins EK, sofort. Vielleicht haben wir die Chance, ihren Finger noch zu retten. Alles klar. Hans, sie war nicht alleine. Wir müssen unbedingt rausfinden, wer noch dabei war. Franzi informiert gerade die Eltern. Moin. Ich bin Dr. Jonas. Das ist Kaya, 17 Jahre alt. Sie hat sich den halben Zeigefinger der linken Hand abgesprengt. Ring- und Mittelfinger mit Verbrennung 2. bis 3. Grades. Sie steht noch völlig unter Schock und hat einen Knalltrauma, ansonsten stabil. Habt ihr ihre Personalien? Ja, bring Franzi und Hans gleich vorbei. Okay, ab in den Schockraum und wir brauchen den Handchirurgen. Entschuldige bitte, Franzi. Aber für einen Moment habe ich gedacht, du wolltest mich verarschen, als du die Explosion gemeldet hast. Ja, das habe ich gemerkt, Wolle. Also, was ist passiert? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall wurde im Chemielabor was Hochexplosives zusammengebraut. Während ihr da ein fettes Training absolviert, ist doch verrückt. Kommt darauf an, was Kaya Böhme vorhatte. Du meinst, sie wollte eine Bombe. Nein, du meinst gar nichts und ich meine auch nichts. Warten wir die Ergebnisse der KT ab. Kaya Böhme mit Y? Ja, richtig, Wolle. Geboren 8.05.2003. Wir haben den Vater informiert, er kommt ins EKH. Schulbehörde. Ach, kannst du die Schulbehörde informieren, bitte, Wolle? Ja, geht klar, mach ich. Ich rufe sie an. Frühling haben sie bestätigt. Da sind zwei weitere Personen durch das Fenster geflohen. Hätte mich auch schwer verwundert, wenn das Mädchen das Ganze alleine veranstaltet hätte. Ey, unterschätzt die Frauenwelt nicht, ja? Die sind in allen Bereichen am Aufholen. An dem Punkt gebe ich dir recht. Und Achtung, wir stehen erst am Anfang. Gut, was sagt die Sprengstoffexperte? Also auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob jemand Raketen und Böller basteln wollte. Mhm. Und auf den zweiten? Erfahren wir, sobald sie Pulver und Chemikalien analysiert haben. Sie hat schwere Verbrennungen an der Hand. Mittel- und Endglied des Zeigefingers wurden weggerissen. Ist sie vernehmungsfähig? Sie steht noch unter Schock. Außerdem ist ihr Gehör schwer beeinträchtigt. Frau Dr. Jonas? Das ist Herr Böhme, Kajas Vater. Ah, guten Tag. Wo ist meine Tochter? Wie geht's ihr? Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie hat einen schweren Schock erlitten. Kann ich zu ihr? Im Moment noch nicht. Sie wird noch versorgt, aber dann kann sie zu ihr. Junge, mein Kollege Mohr, wir hatten telefoniert. Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Vielleicht an einem ruhigeren Ort? Kommen Sie. Was ist denn passiert? Kommen Sie, Herr Böhme. Das kann nicht sein. So was würde Kaya nie tun. Niemals. Wir werden es erfahren, sobald wir mit Ihrer Tochter sprechen können. Herr Böhme, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass bei der Explosion ein Teil von Kajas Zeigefinger abgetrennt wurde. Was? Das kann man doch wieder... Kann man das nicht? Genaueres kann Ihnen der Handchirurg sagen, wenn er Sie untersucht hat. Entschuldigen Sie mich bitte einen kleinen Moment. Herr Böhme, können Sie uns sagen, was Ihre Tochter im Chemielabor wollte? Nee, keine Ahnung. Ihre Frau vielleicht? Ich kann meine Frau nicht erreichen. Die ist in Südfrankreich. Macht einen Schweigeretreat bei einem Zen-Meister. Eine Woche kein Internet, kein Handy, kein Wort. Das macht sie jedes Jahr. Das war Dr. Bremer. Der Handchirurg, es ist leider so, wie ich befürchtet habe. Es tut mir sehr leid, aber der Finger ist nicht mehr zu retten.
Gewebe und Knochen vom Mittel- und Endglied sind zu stark geschädigt. Das gilt auch für das verbliebene Grundglied. Es muss amputiert werden. Herr Böhmer, setzen Sie sich. Kommen Sie. Kommen Sie. Geht's wieder? Alles gut. Ich habe hier eine Liste der Schüler und Lehrer Ihres Jahrgangs. Wow, da sind viele. Die meisten sind wahrscheinlich im Urlaub. Na, hoffentlich. Das ist beruhigend. Nein, so meinte ich das nicht. Natürlich ist das nicht ungefährlich. Ja, danke. Die Kollegen der KT geben Entwarnung. Zumindest was den Bau einer Bombe betrifft. Salpeter, Schwefel, Aluminium und noch ein paar andere Sachen. Da wurde an Böllern gebastelt. Und dann Raketen. Die Chemikalien verursachen beim Abbrennen die unterschiedlichsten Farben. Dieses ganze blöde Geknalle kostet ein Heidengeld. Schlecht für die Ohren, für die Nerven, für die Lunge. Ein Notruf jagt den nächsten. Und Einsätze rund um die Uhr. Besoffene von der Straße kratzen. Grabstab, Flaschenwerfer einkassieren. Ja, Mann, Mann, Mann. Ja, und nicht zu vergessen, die ganzen abgesprengten Finger von den selbstgebastelten Böllern und dieses ganze illegale Zeugs. Also, ich würde das ganz anders machen. Ich hätte... Jetzt komm du mir nicht mit deiner Vergangenheit als Pyromane. Nee, ehrlich. Also, ich würde das begrüßen, wenn wir an Silvester kontrollierte Feuerwerke veranstalten würden. Guck mal, dann hätten wir alle Spaß, alle würden ihre Augen, Finger und Ohren behalten. Das würdest du? Ja. So, was wissen wir? Also, wir haben gerade eine Liste mit Ihren Mitschülern und den Lehrern bekommen. Vielleicht haben die ja nicht nur privat Bomben und Raketen gebaut, ha? Sag mal, wissen die Kollegen, wie es zu der Explosion kam? Nee, noch nicht. Lehrer oder Schüler? Als allererstes die Chemielehrerin. Los geht's. Bescheuert? Wenn die Polizei das liest, dann weiß sie, dass du dabei warst. Ja, und? Das ist eh alles für'n Arsch. Willst du jetzt aussteigen, oder was? Du hast dich echt in die verknallt, oder? Denkst du, ich bin blöd? Sofort gecheckt, dass da mehr zwischen euch geht. Und weißt du was? Es ist dir wahrscheinlich scheißegal. Richtig. Das Einzige, was dich interessiert, ist diese Challenge. Bist du dabei oder nicht? Okay. Her. Los, gib's her! Talia, du denkst echt, du wärst die Geilste, oder? Ziehst du jetzt alleine durch? Ja. Okay. Aber dann war's das mit uns. So war's von. Ey. Und denk nicht mal dran, irgendwem irgendwas zu erzählen. Wenn du das machst, dann war's das mit dir an der Schule. Keine Sau wird auch nur ein Wort mit dir reden. Dafür sorge ich dann. Pass einfach auf mit dem Zeug, ja? Das ist echt riskant. Bleibst du bei der Location? Nö, ich hab schon eine bessere Idee. Nein, danke. Sicher? Wirklich, ich brauch kein Beruhigungsmittel. Alles gut. Okay. Geht es Ihnen wirklich wieder gut? Na, wie es am Anfang geht, wenn man erfährt, dass die Tochter einen Finger verloren hat. Ja, klar. Blöde Frage. Ihre Tochter Kaya, die war nicht alleine. Und Sie vielleicht eine Ahnung, wer dabei gewesen sein könnte? Mit Schüler, Freunde? Nein. Kaya war erst seit wenigen Monaten auf dieser Schule. Und ihre beste Freundin ist im Urlaub. Sie wird doch bestimmt noch andere Freunde haben. Nicht wirklich. Gibt's dafür einen Grund?
Vielleicht, weil sie ziemlich begabt ist. Kaya war immer die Beste ihres Jahrgangs. Und das schließt Freundschaften automatisch aus? Nein, aber sie verbringt ihre Freizeit lieber mit Büchern als mit Menschen. Obwohl, meine Frau sagte mir, dass Kaya in letzter Zeit ständig am Chatten und auch öfters unterwegs ist. Aber Sie wissen nicht, mit wem? Nein, keine Ahnung. Ehrlich gesagt reden wir zu Hause in letzter Zeit nicht mehr viel miteinander. Und Ihre Frau kann uns das ja leider auch nicht sagen. Nee. So, Sie können jetzt zu Ihrer Tochter. Aber bitte ganz ruhig. Aufregung ist das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann. Okay. Könnt ihr bitte kurz draußen warten? Ich möchte erst wissen, wie sie auf ihren Vater reagiert. Für dich da. Sie kann sie nicht gut hören, aber das wird wieder. Kaya, verstehst du mich? Das sind die Folgen des Knalltraumas. Das ist ähnlich wie beim Tinnitus. Das dürfte aber in ein paar Stunden vorbei sein. Trommelfell und Gehörknöchelchen sind völlig intakt. Wie ist das passiert? Sie kann doch sprechen, oder? Ja, aber offensichtlich möchte sie das im Moment nicht. Bitte, rede mit mir. Was ist denn los? Ich musste gerade noch mal an Frau Böhmes Schweigeretreat denken. Und war es daran so witzig? Frauen müssen sich das Schweigen richtig vornehmen und lernen. Wir zahlen sogar noch Geld dafür. Wir Männer können das von Haus aus. Vielleicht haben die Böhmes sich ja einfach nicht viel zu sagen. Hm. Sag mal, fehlt dir das nicht manchmal? Was? Jemand, mit dem ich mir nichts zu sagen habe? Ja. Du hast eine Frau? Woher weißt du, dass da niemand ist? Da gibt's jemanden. Das war rhetorisch, da ist niemand. Schade. Frau Dr. Jonas sagt, ihr könnt jetzt zu Kaya Böhme. Super. Ah, Pina, gibt's Neuigkeiten? Letztes Silvester, da konnte ich gar nicht so schnell gucken, wie ihr Kinder und Jugendliche eingeliefert wurden. Und weißt du, was ich gelesen habe? Dass es über 800 gemeldete Augenverletzungen wegen Pyrotechnik gab. Danke. Verbieten? Ach, Verbote helfen doch nichts. Dann greifen Sie erst recht zu illegalem Zeug oder basteln sich selber was zusammen. Das wird alles nur noch schlimmer. Was gibt's Neues? Pina und Chris sprechen jetzt mit der Chemielehrerin. Okay. Hier werden unsere Chemikalien gelagert. Und wer hat alles Zugang zu dem Schlüssel? Nur das Lehrpersonal, der Hausmeister und der... Oder die Schülerin, die Sanitätsdienst hat, kommt an den Schlüssel. Und den hat zurzeit Kaya Böhme? Ja. Aber das passt alles nicht zu ihr. Sie ist zuverlässig, verantwortungsbewusst. Und doch war sie hier. Ja. Das fiel mir absolut nicht in den Kopf. Nicht bei Kaya. Eine Idee, wer vielleicht bei ihr gewesen sein könnte. Oder sie zu dieser Schwachsinnsaktion überredet hat. Kaya, wer war bei dir? Kaya, bitte, gibt es noch mehr Feuerwerkskörper? Sie braucht jetzt Ruhe, wirklich. Danke.
Ich bin gleich wieder da. Ihre Tochter wird jetzt operiert. Keine Sorge, es ist ein relativ kleiner Eingriff. Ja, ich bin hier die ganze Zeit. Oder Sie gehen nach Hause und holen hier frische Sachen. Hm? Frauke? Ja? Wir brauchen noch die Kleidung für die KTU und Ihr Telefon. Alles klar. Wirnitzer? Lasse Wirnitzer. Aber das würde er nicht wagen. Noch ein Fehltritt und er fliegt von der Schule. Und wofür das? Lasse ist nachts auf das Hausdach unseres Schulleiters gestiegen und hat die noch nicht benoteten Mathearbeiten seines Kurses verbrannt. Das ist ein echter Aktionskünstler, ja? Und er hat die ganze Aktion gefilmt. Und wahrscheinlich auch gepostet. Mhm. Konnte gerade noch verhindern, dass er sofort von der Schule fliegt. Was haben Lasse Wirnitzer und Kaya denn für eine Beziehung? Die scheinen sich zu mögen. Ist denn das so ungewöhnlich? Na, Lasse ist vorlaut und rebellisch. Kaya eher schüchtern und zurückhaltend. Und sie ist eine ziemlich gute Schülerin. Das macht einen nicht gerade beliebt. Am Anfang, da lief es nicht so gut mit ihr und den anderen. Aber es hat sich in letzter Zeit geändert. Sie ist jetzt voll integriert. Und das hängt mit Lasse Wirnitzer zusammen? Ja, das hat es einfacher gemacht. Seltsam finde ich nur Leas Reaktion. Lea? Lea Sander. Ist das beliebteste Mädchen in der Schule und schon lange mit Lasse zusammen. Die lässt keine andere in seine Nähe. Aber mit Kaya scheint sie kein Problem zu haben. Es könnte uns wirklich sehr helfen, wenn wir wissen, mit wem Kaya heute Kontakt hatte. Das geht natürlich nur, wenn Sie einwilligen. Sie wollen doch auch wissen, was passiert ist. Ja, aber ich kenne Ihre PIN-Nummer nicht. Der Handyvertrag läuft über Sie. Ja. Gut, dann haben Sie an Ihren Unterlagen auch den Puck. Können Sie den besorgen? Ich habe ihn bei mir. Auf dem Handy? Ja, da habe ich alle PINs und Passwörter. Ich bin viel unterwegs und so ist alles immer abrufbar. Da. Unsere Sprengstoffexpertin sagt, dass hier zwar nur an Feuerwerkskörpern gebastelt wurde, aber sie jedem, der sie anzündet, sofort um die Ohren fliegen können. Es liegt an der Zündschnur. Chinese Fuse. Schwarzpulver wird in feines Seidenpapier eingewickelt. Ist einfach und günstig herzustellen. Und hochgefährlich. Ja, sieht so aus, ja. Durch die unterschiedliche Dichte und Konsistenz ist es unmöglich, die genaue Brenndauer zu wissen. Ein einziger Funke genügt, um es zu entzünden. Die Kids zünden in Petrischalen rum und ein Funke springt über. Und entzündet einen Feuerwerkskörper. Keine Chance, rechtzeitig wegzukommen. Es geht garantiert ins Auge. Ich frag mich nur, warum Kaya und wer auch immer das Risiko auf sich nehmen und hier ein Feuerwerk basteln, während keine 100 Meter entfernt die Polizei ist. Ich hab da so eine Ahnung. Ich hab da was gehört. Ich glaube, da läuft irgendeine Mutprobe zwischen den Schülern. Eine blöde Schülerwette? Mhm. Es wäre möglich, dass Lasses Aktion auf dem Dach zur Challenge an der Schule geworden ist. Es muss brennen oder knallen. Je krasser, desto besser. Wie geht es dir? Wo bist du? Antworte bitte. Kennen Sie einen Lasse? Nee. Dann ruf ich mal an. Kaya? Polizei Hamburg. Franziska Jung. Bitte legen Sie nicht auf, Lasse. Lasse?
Hallo? Wer ist das? Hat der was damit zu tun? Hallo. Lasse, reden Sie mit mir. Wie geht's, Kaya? Ich muss mit dem reden. Das ist unser Job. Gehen Sie nach Hause und besorgen Sie Kleidung für Ihre Tochter. Kümmern Sie sich um Ihre Tochter. Um alles andere kümmern wir uns. Kann ich wieder mit an Bord? Ja, einfach nur okay. Hören Sie, wenn Ihnen etwas an Kaya liegt, dann kommen Sie ins Elbkrankenhaus, ja? Haben Sie das verstanden? Also den Gang runter, dann rechts, Zimmer 145, ja? Lasse? Kann ich zu ihr? Aber nur kurz. Gibt es noch mehr von diesem selbstgebastelten Zeug? Ganz sicher? Was Sie da zusammenbasteln, ist hochgefährlich. Ich sag doch, der ist nicht mehr. Kaya und Sie sind ein Paar? Nein, sind wir nicht. Also sie steht auf mich, aber da läuft nichts. Sie tut mir halt irgendwie leid. Was meinen Sie jetzt damit? Kaya hat bei uns in der Schule nie richtig angedockt. Was meinen Sie genau mit nicht angedockt? Kaya ist ein bisschen strange. Sie ist anders als die anderen. Redet nicht so viel und zieht sich in den Pausen eher zurück. Aber sie hat den Schlüssel zur Schule. Ja. Und sie ist die Beste in unserem Chemiekurs. Und dann haben Sie sie charmant dazu überredet, mit Ihnen ein paar Knaller zusammenzubauen. Ja, so ähnlich. Sie haben sie benutzt, um in die Schule zu gelangen. Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube Ihnen nicht, dass Kaya Ihnen so egal ist. Ich habe Sie doch im Stich gelassen, oder nicht? Na, so wie es eben aussah, hat sie ihn verziehen. Das hat sie zum Glück. Und das ist alles nur wegen dieser durchgeknallten Bitch. Aha, wir hören. Jetzt ist egal, ich fliege eh von der Schule. Das Ganze war nicht meine Idee. Der Countdown läuft. Ihr könnt gleich live dabei sein, wenn ich die Challenge gewinne. Das war Leas Idee. Wir haben eine Challenge am Laufen. Was denn für eine Challenge? Wer die heftigsten Knaller baut und
Es gibt auch extra Punkte für den Ort, an dem man sie baut. Also nur zum besseren Verständnis. Einen Punkt gibt's für Papas Garage, 2 für das Schlafzimmer der Eltern und 10 Punkte, wenn man es in der Schule macht, während eine Polizeiübung läuft? Ja, so in etwa. Okay, Lea... Lea Sander. Und diese Lea Sander war auch mit im Chemielabor? Ja, musste sie. Das ist Teil der Challenge. Ich war mit ihr nebenan, als es geknallt hat. Und dann sind sie beide weggelaufen und haben Kaya da liegen lassen? Wir haben durchs Fenster gesehen, dass die Polizei kam und hab Tschüss bekommen. Dann sind wir abgehauen. Okay, die Challenge war Leas Idee. Und sie haben sie Bitch genannt. Was genau ist ihr Part in dieser Sache? Sie sind mit Lea zusammen. Deshalb die ganze Nummer. Sie hat sie dazu gebracht, sich an Kaya ranzumachen. Sie haben das Lea zuliebe getan. Kaya war ihnen völlig egal. Anfänglich. Aber das hat sich geändert. Jetzt ist sie ihnen nicht mehr egal. Richtig? So, und jetzt noch mal von vorn. Gibt es noch mehr von diesem selbstgebastelten Zeug? Sie bei uns waren. Schade. Ja, irgendwann ist immer Schluss. Ja. Aber Lea zieht die Challenge doch nicht alleine durch. Sie kennt Lea nicht. Sie wird es durchziehen, 100 pro. Wann soll das Ganze stattfinden? Das hat sie mir nicht verraten. Das Einzige, was ich weiß, ist das hier. Hey, Friends! Der Countdown läuft. Ihr könnt gleich live dabei sein, wenn ich die Challenge gewinne. Rufen Sie sie an. Sie wird nicht rangehen. Wir haben uns getrennt. Versuchen Sie es. Sie ist kurz davor, sich sonst was abzusprengen. Handyortung. Ja. Moment, sie ist live. Ihr werdet nie raten, wo ich bin. Okay, das reicht erstmal. Ich bin gleich wieder live. Und dann macht's. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Sie ist auf Michel. Aber das ist keine Besuchszeit mehr. Wäre nicht das erste Mal, dass sich jemand den Teufel darum schert. Kina, ihr müsst sofort zu Michel.
KI. Genau. Ich weiß Bescheid. Geh mich weiter. Tschüss. Sehr Glück gehabt. Zumindest mit den Augen. Aber ein paar Brandnarben im Gesicht werden bleiben.